So, hallo Leute, herzlich willkommen zu Strike Vector. Zu einem Spiel, das ich wirklich sehr gerne spiele zurzeit. Das ich in letzter Zeit sehr viel gesuchtet habe. Ich mache dieses Video, weil ich mit euch über ein paar Updates meinerseits reden möchte. Und weil ich euch dieses Spiel zeigen möchte, weil es nämlich nicht wirklich bekannt ist auf Steam. Und nicht wirklich viele Leute spielen. So, aber jetzt gucken wir uns noch mal an, was das hier denn so ist. Boah, ich bin Rang 90. Wusste ich gar nicht. Ja, dieses Spiel ist eigentlich nur... Keine Ahnung. Man ist so ein Jet, keine Ahnung, so ein Vector, wie es eigentlich heißt. Und man ballert mit bestimmten Waffen einfach andere Leute ab. Was ich ziemlich witzig finde, und ich weiß gar nicht, warum ich die Schrotflinte noch drin habe, wenn ich eigentlich die Raketenwerfer haben möchte. Das ist eigentlich alles, was man dazu wissen muss. Und das Spiel ist eigentlich echt derbe schwer. Und es hat mich einige Zeit gekostet, das zu lernen. So, ich bin außerdem Level 45. Was heißt, dass ich den höchsten Rang in Strike Vector besitze. Und das heißt wiederum, dass ich viermal in Anführungszeichen Prestiged habe, für die ganzen Spastis unter euch, die alle COD spielen. COD ist echt scheiße. Okay. Also ich habe halt meine XP zurückgesetzt und dadurch wurde mir dann ein neuer Rang verliehen. Zuerst war Stahl, dann war Silber, dann war Gold und jetzt bin ich Platin. Und Level 45. Man musste viermal Level 44 sein, bis man Level 45 ist. Aber ich möchte jetzt nicht wirklich die ganze Zeit rumlabern über diesen Scheiß, sondern ich werde auf einen Server joinen und dann sehen wir uns da gleich. Bis gleich. So, wir joinen jetzt auf den Server. Slum 405 ist eigentlich eine ganz geile Map. Eigentlich wollte ich auf Last Resort City aufnehmen. Aber ich habe jetzt schon zwei Runden auf diesem Server gespielt und wollte halt jetzt auch wirklich einfach mal aufnehmen. So. Hier haben wir noch ganzen Waffen, unsere Spezialfähigkeiten und den ganzen Scheiß. Und dann geht's los. Das Spiel laggt einfach nur derbe auf, selbst auf 720p bei mir, während ich aufnehme. Und das könnte zu einem Problem werden. Trotzdem First Blood. Und ich habe schon wieder keinen Hut mehr, was bei mir irgendwie ein ziemlich komisches Cocktail ist, was bei mir immer wieder vorkommt. So, dead. Der nächste, da oben. Heyo. Komm mal her, du. Ich warte noch meinen ersten Tod ab, bis ich mit dem Zeug anfange, was ich euch erzählen möchte. Aber jetzt werde ich mal kurz die Aufnahme pausieren und das mit meinem HUD fixen. Nachdem ich diesen Typen hier getötet habe. Solange er mich nicht tötet, ist alles okay. Na, komm her. Na, komm her. Komm doch! Das kann doch nicht sein. Dann tötet ihn natürlich jemand anders. Ich will jetzt jemanden töten, bevor ich das mit dem Platz mache. So. Dann setze ich mich mal hier kurz hin. Aufnahme stopp. So, jetzt habe ich den ganzen Scheiß wieder gefixt und ich habe sogar bloß 5 HP. Wow. Das hätte ich so nicht mitgekriegt. Na okay, ich brenne auch irgendwie. So, das hier ist ja natürlich jetzt die First-Person-Ansicht, mit der ich immer spiele, die aber den meisten Leuten einfach zu schwer ist. Und das hier ist die Third-Person-Ansicht. So sieht mein scheiß Vektor aus, wenn er rumfetzt. So, ich bräuchte dann auch mal wieder HP, eventuell. Ich werde wieder zur First-Person-Ansicht switchen, weil das geiler ist. Für mich. So, hier haben wir eine gelbe Power-Up-Kiste drin. Diese gelbe Power-Up-Kiste lässt mich
dreimal so schnell werden wie sonst und dreimal so schnell schießen. Heyo. Na, wo ist er? Ich sehe zu wenig Sachen mit so wenig FPS. Verdammte Scheiße. Und ich zittere schon wieder rum, weil mir kalt ist. Verdammte Kacke. Du kommst jetzt her, meine Fresse. Wie schwer kann denn das sein? Hallo. Bitte. Danke. Wäre geil. Komm endlich her. Dankeschön. 6er Killstreak. Bis jetzt noch kein einziges Mal gestorben. Minen. Minen sind nicht gut. Minen sind gar nicht gut. Heyo. Du bist ein Plasmaschwuchtelhu. Nein, du tötest mich nicht mit deiner Stalkermine. Teile machen Instant Kill. Oh shit. Oh shit. Gatling. Gatling nicht gut. No. Ah. Ich hasse es. Ich hasse es einfach. Gatlings sind echt nicht gut. Plasma ist auch nicht gut. So, der Typ sollte noch da oben sein. Oder auch nicht. Da ist er. Oh, was, ey? Das glaube ich dem jetzt irgendwie nicht. Schon wieder eine Gatling. Gatlings regen mich auf, ey. Sind viel zu OP in diesem Spiel. Genauso wie in Team Fortress. Nur schlimmer. Man braucht einfach nicht zu aimen mit den Teilen. Spread macht das von ganz alleine. Trotzdem machen sie viel Schaden, das sehen. Team Fortress wenigstens nicht machen. Ah, leg doch nicht deine Minen überall hin. Stirb lieber. Danke. So. Bus! Okay. Da habe ich mir ein bisschen Scheiße gemacht. Da bin ich gecrashed. Ich möchte gerne Leute töten. Stimmt, ich wollte ja eigentlich ein paar Themen ansprechen. Und zwar... Das erste Thema ist... Dieses Video... ist das letzte, was aufgenommen wird an meinem jetzigen PC und an meinem jetzigen Standpunkt, an meinem jetzigen Wohnort, weil Mine. Weil ich nämlich zu meinem Dad ziehen werde. Und das heißt, dass ich jetzt schon fleißig im Voraus aufnehme. Auch dieses Video ist im Voraus aufgenommen. Ihr werdet das dann irgendwann später mal sehen. Keine Ahnung wann. Ja, geil. Überall scheiß... Dingensens. Plasmas. Hat auch so gut angefangen hier. Hat auch eigentlich so gut angefangen. Gatlings, ey, verpisst euch bloß. Verpisst euch bloß mit dem Scheiß. Und da crasht jemand in mich rein. Und ja, das ist ein High Five. Geil, ich bin ja so stolz auf mich. Nicht. Okay. Hier war doch gerade jemand. Hallo. Hallo, mein lieber Freund. Wie geht es dir denn? Du bist tot. Auch wenn ich gerade nicht weiß, wie ich das getroffen habe, aber er ist tot. Wundervoll, nicht wahr?
Oh, den nächsten Typ. Super GameCube. GameCube ist eine tolle Konsole. So, komm du mal her, hier. Oh, wenn ich nicht mehr viel HP habe, den kriege ich alle mal. Wenn er mal herkommen würde, ne? Spencer Active. Ah, nehme ich doch mal eine Speed Booster Kiste. Flieg mal oben auf den Turm. Oben auf den Turm ist nämlich immer Heilung. Und dann heile ich mich mal ein bisschen. Und dann spamme ich mit Raketen, was das Zeug hält, Alter. Okay, da hinten ist ein Plasma-Typ. Den will ich haben. Dieser Typ ist kacke. Und er legt mir eine Stalker-Mine direkt in die Fresse. Aber es ist mir egal, weil, weil das Teil noch nicht scharf war. Hua, hua, hua. Oh, komm doch her, ey. Der sich die ganze Zeit verpisst, ey. Ich hasse es, wenn sich Leute die ganze Zeit verpissen. Nö, ich werde den mir jetzt holen, ne? So, dead. Hat er davon. Und da kommt eine Gatling. Nein, ich möchte keine Gatlings. Tschüss. Nein. Oh, shit. Das war knapp, Alter. Das war richtig knapp, war das. Das war richtig, richtig knapp, war das. Okay, heilen. Den Typen nebenbei so ein bisschen abschlachten. Oh Gott, jetzt fetzt mir schon wieder eine Gatling hinterher. Den Typen töten. Den Typen am besten auch. Nö, der wird von der Gatling getötet. Und von was wurde ich jetzt getötet? Achso, von Regular Suicide, okay. Wie ihr schon gesehen habt, man kann ja, wenn man tot ist, fliegt man noch ein bisschen rum. Und kann seine Leiche sozusagen steuern. Was zum Fick? Geht. Ja. Und wie gesagt, ich habe einfach aufgehört damit zu reden, von wegen, ich werde zu meinem Dad ziehen, von meiner Mom aus. Dieses Video ist im Voraus aufgenommen. Das wird wahrscheinlich das letzte sein, was ich hochlade, bevor ich einen neuen PC haben werde bei meinem Dad. Was wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video dann rauskommt, auch erst in ein paar Monaten sein wird. Und das heißt, dass ihr dann erstmal eine ganze Weile lang keine Videos mehr sehen werdet, weil ich kein hochwertigen PC bei meinem Dad habe, mit dem ich aufnehmen könnte. Komm her. Bitte. Na. Na. Dankeschön. Holy Assassin. Wie gesagt, ihr werdet eine ganze Weile nichts zu sehen bekommen auf meinem Kanal. Da ich erstmal sparen muss auf einen neuen PC. Weil der hier, der auf dem ich gerade aufnehme, gehört nicht nur mir, sondern meine Mom auch. Und das ist scheiße, weil ich den dann nicht mitnehmen kann. Ich weiter aufnehmen. Schlecht, ne? Was, dritter Platz bloß? Ehrlich? Wahrscheinlich wieder so ein Gatling-Typ einfach. Ja, natürlich ist das ein Gatling-Typ auf dem ersten Platz. Ist ja klar. Ist ja klar, ist das. Naja, aber das war eigentlich schon das mit meinem Strike Vector-Video gewesen. Außer es kommt jetzt wirklich Last Resort City, dann werde ich das auch noch aufnehmen. Aber wenn nicht, dann nicht.
Nur damit ihr mal im Großen und Ganzen Bescheid wisst, von wegen, ich werde umziehen. Es werden sehr lange Zeit keine Videos mehr kommen. Zumindest wenn meine voraufgenommenen Videos hochgeladen sind. Aber erst dann werdet ihr wirklich was davon mitkriegen. Und ich mache den Rage Quit to Menu. Also, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Von wegen, guckt euch Strike Vector mal an. Versucht es einfach mal. Wartet einfach auf den nächsten Sale oder so. Das Spiel hat sehr viele Sales, weil es wirklich wenig gespielt wird. Und, jo. Probiert es aus. Ihr könnt von mir aus auch einfach mir hinterher joinen. Ich heiße genauso wie hier in Strike Vector auch in Steam. Und, jo. Dann sage ich, bis denn, Leute. Tschüssi. Und es tut mir wirklich leid, dass ich längere Zeit nichts hochladen kann. Ich kann nichts aufnehmen. Das geht einfach gar nichts. Tut mir leid. Aber ihr wisst Bescheid. Tschüssi. Tschüss.